herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute starte ich dieses Video mal aus dem Auto, denn ich bin schon auf dem Weg in den Stall. Wir haben es jetzt kurz vor 7 und heute geht es für Foxy und mich auf eine kleine Tour, denn hier in der Nähe gibt es heute einen Tageskurs mit der Franka Bartke. Und wer meine Videos schon länger guckt, weiß, dass ich Anfang letzten Jahres schon mal auf dem Wochenendkurs bei ihr war und echt begeistert von ihrem Unterricht gewesen bin. Deswegen habe ich direkt die Chance genutzt, weil der Hof hier echt wirklich einen Katzensprung nur entfernt ist. Und da fahren wir heute hin. Ich bin nämlich der Meinung, man kann immer dazulernen. Jeder Input ist ein guter Input. Auch wenn es vielleicht einem nicht gefallen sollte, was bei mir jetzt bei der Franka nicht der Fall war beim letzten Kurs, weiß man halt, was man nicht möchte. Aber ich konnte letztes Mal richtig viel lernen und deswegen freue ich mich da heute sehr drauf. Ich bin jetzt gleich am Stall, dauert noch ein bisschen. Und dann werde ich die Pferde auf die Wiese lassen, den Hänger schon mal parat stellen, meinen Krempel anfangen zu packen und dann geht's nachher auf los. Und jetzt werde ich die Jungs mal da rausschmeißen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Johnny. Guten Morgen, Foxy. Hi. Hallo. Jetzt geht's erstmal raus, ne? So, die dürfen jetzt noch was Wiese genießen. Ich hatte denen jetzt allen eben die Fliegenmasken angezogen. Und dann habe ich Folgendes gesehen. Und zwar das. Und es fängt auch schon an zu fisseln und zu regnen. Super Timing. Deswegen habe ich die wieder ausgezogen, weil im Regen brauchen die keine Fliegenmasken. Naja, werden sie halt ein bisschen nass. Aber es ist super warm. Aber ich gehe jetzt unter das Dach, weil auch warmer Regen macht nass. Und den Pferden macht das nichts aus, aber ich habe keine Lust, nass zu werden. Aber ansonsten war das gerade ein richtig gutes Timing. Ich habe den Hänger nämlich ja angehangen und er steht schon geparkt im Hof. Da muss ich das jetzt gleich nicht machen, wenn es regnet. Weil es finde ich irgendwie super nervig, das machen zu müssen, wenn es regnet. Aber ich denke mal, das ist nur eine Wolkenfront, der Schauer und die Wiesen und der Reitplatz brauchen dringend was Wasser. Und es ist so schwül. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die letzten Tage mal ein bisschen gewittert, aber nö. Naja, jetzt fange ich mal an, ein bisschen mein Sattelzeug zusammenzupacken. Und ein bisschen Futter, weil wir ja bis heute Nachmittag da sind. Dann kriegt der Foxy zwischen den Einheiten, also wir werden zwei Einheiten reiten, kriegt ein bisschen Hafer, damit er ein bisschen Energie hat. Und das mache ich jetzt. Foxy ist ja noch nicht wieder ganz voll im Training. Wir sind ja jetzt seit zweieinhalb Wochen wieder dran, ihn ein bisschen aufzubauen nach seiner Pause. Deswegen wird jetzt auch der Tageskurs wird zwar ein bisschen anstrengender für ihn, aber das werden wir natürlich so gestalten, dass ich ihn nicht überfordere. Die erste Einheit wird nur eine halbe Stunde sein. Und da werde ich ihn nur so ein Viertelstündchen, 20 Minuten vorher warm reiten. Und nachmittags machen wir ein bisschen Trail. Das ist dann ja nicht ganz so anstrengend. Und ich werde das natürlich im Auge haben, dass ich ihn nicht überanstrenge. Ich habe mir den Foxy jetzt von der Wiese geholt. Und wir werden jetzt ein bisschen putzen. Dann gibt es die Magnetfeldecke drauf. Dann schlagen wir den Hänger. Und dann geht's los. Jetzt unterwegs. Der Foxy ist im Hänger, da seht ihr so ein bisschen das Blaue, glaube ich, durch die Heckscheibe. Und genau, jetzt fahren wir ungefähr eine Viertelstunde und dann sind wir da. Wir sind angekommen. Das ging super flott, weil wir ja wirklich eine sehr, sehr kurze Anreise hatten. Der Foxy war eben auch kurz schon mal in der Box. Ein bisschen snacken noch, frühstücken. Und jetzt werde ich mal langsam fertig machen, damit ich ein bisschen warm reiten kann und dann haben wir unsere erste Einheit. Thank you.
durch mit unserer ersten Einheit. Weil ich heute allein mit Foxy unterwegs bin, konnte da leider keiner filmen. Aber Foxy war richtig gut. Wir wissen wieder, wo unsere Knackpunkte sind, damit wir weiter an den Wechseln arbeiten können. Er wird jetzt nie so ein großes Wechseltalent sein, aber dass wir vielleicht einen soliden fliegenden Galoppwechsel für die Horsemanship uns erarbeiten können, wäre schon ganz cool. Und jetzt kommt der Foxy wieder in seine Box, darf ein bisschen Pause machen und dann gibt es heute Nachmittag Trail. Das hier ist die Box von Foxy für heute. Voll die schöne Außenbox. Schön mit Holz, luftig, Futter hat er auch genügend. Vor allem hat er einfach mal genau die passende Fellfarbe zu der Holzwand. Ihr seht, er hat auch schon gut geschwitzt. Ich habe ihn jetzt gerade abgebürstet. So, und er macht mir einen recht zufriedenen Eindruck. Wenn's Futter gibt, ist immer gut, ne? So, der Herr hat jetzt ein bisschen Hafer gekriegt, damit er nachher Energie genug hat. Nachher bekommt er noch eine kleine Portion, denn heute Nachmittag gibt es eine Trail-Einheit. Ich glaube, er ist sehr, sehr zufrieden. Und ich gehe jetzt mal zu den anderen, ein bisschen zugucken. Die Leona reitet nämlich gerade. Und das ist ja immer super spannend auf so Kursen, dann halt auch andere Leute beim Reiten zu beobachten und da sich anzuhören, was die für Input kriegen. Und das werde ich jetzt tun. Und die Anlage hier ist wirklich ein Traum. Richtig, richtig schön. Ja. Vielleicht kann ich heute Nachmittag jemandem mal die Kamera in die Hand drücken, dass man was vom Trail ein bisschen filmen kann. Und wenn nicht, ist dann zwar ärgerlich, aber nicht so schlimm. Meine Mama muss heute leider arbeiten. Genau. Aber ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem, dass ihr so ein paar Behind-the-Scenes vom Kurs von Foxy und mir aufgenommen bekommt.
Und dann denkt sie sich so, warum klappt das zweite rückwärts nicht gut? Das war beim zweiten Mal, das erste Mal, dein erstes Mal klappt nicht gut, weil er so drauf ist, dann wäre er doch okay gewesen. Dass du ein bisschen was davor beziehst. Ja? Dass du einfach hier wirklich die Gerade anfällst, bis der Gerade so ausgeht. Und dann rennt er schon immer rum. Ja. Wenn das schon rum will, dann nimmst du mal hier, da hast du reizt ja auch mal eine Wolke und einen zweiten Kopf. Aber dieses Hüften verschieben, das ist echt schade. Ne? Dann steht der so, dann schaut es absolut blöd aus. Ich sehe, irgendwas hat nicht gepasst. Dann muss der Backup erst noch was verschieben, damit es rückwärts alles flüssig. So, ich dachte nämlich so am Anfang so, oh, die sind jetzt schon rückwärts, sie hat einen schönen Boden, sie ist schön flüssig, man muss ihn halten oder so. Der ist wirklich verschwendet. Das schauen wir uns dann nochmal an. Linksgalopp sehr schön. Er muss ein bisschen kürzer werden, aber es war jetzt nicht mein Hit gehabt. Er hat einen Verkürzung bekommen, einen großen Halt gegeben. Schrittstand im Box, sehr schön. Wir lassen jetzt ein bisschen groß in den Schrittstand reingekommen, aber alles wird so, dass man das sagt, er muss jetzt ein bisschen. Ja? So. Dann Rechtsgalopp. Nein, also, wenn du merkst, der wird. Also gerade wenn du die bogene Linie hast, der kommt dir ein bisschen weit. Ja, aber rechts mag der, glaube ich, eher nochmal so. Versuche von der Schulter nach innen schon wegzugehen. Dadurch machst du ein bisschen Raum weg. Also dann verkürzt du dein Weg. Dann verkürzt du dein Weg. Ja? Und dann würde ich ihn versuchen, in so einer gebogenen Linie ein bisschen größer zu halten. Das ist dann ein bisschen reingekippt, wenn du noch in Stolpern gekommen, dann bist du deswegen nicht gut an den Seiten. Ne? So. Dann, wenn du jetzt in Trab kommst, schön, wirklich 1, 2, 1, 10. Das klingt blöd, aber das hilft unglaublich viel. Und dann ist er dir auch hier ein bisschen über die innere Schulter gekippt. Ja? Dass du gerade rechts rum, ich glaube, das ist dann eher rechts rum sein Problem, dass er da eh ein bisschen. Dass du wirklich die vornimmst, den Bogen, den Bein auszureiten, ja? Dass du hier eher von außen rankommst. Das ist schon relativ nach innen gebogen. Ja, du musst das Ding dann, glaube ich, ein bisschen nach außen lenken, weil es ist eng geworden. Das hat man gesehen. Ja. Dass du wirklich dir lieber immer Raum und Platz verschaffst. Und dann trab in dieses Rückwärts. Das habe ich auch schon mal gehört. Du bist die Eingang, hatte die Stangen gut gelöst, keine Plombs. Das nächste Mal will ich wirklich mit Gefühl über die grüne Stange reiten und dann ballerst du alle die Füße. Das ist für mich ein Grund, das bloß um rückwärts zu nehmen, wenn da jemand so reinrollt. Also wenn es gefühlt über die Stange drüber reiten, dann bremse reinrollen. Rückwärts hat er gut gemacht, mal ein bisschen großen Schritt, aber es gefällt ihm an sich, der wartet schön, der ist in sich gut flexibel, du kannst ihn rumsetzen, das passt, dass die Schrittstange dann auch gut. Also auch Frankfurt tatsächlich Tor, weil es einfach verschwendete Punkte sind. Es hat einfach nur was damit zu tun, dass du es nicht ganz ordentlich. Ich wollte es eigentlich auch anders reiten, aber okay. Dann dachte ich, vielleicht merken sie nicht. Auch da fühlt ihr Heike mit. Ja. Ich habe ja eben gehört, dass es denke ich nicht. Vor allem kannst du es nicht, aber es hilft viel, wenn du es einfach mal bewusst machst, hier sind es drei. Okay? Das ist besser, warm. Da blieb man sich jetzt schön zum Beispiel. Er ist ja gut zurückgekommen, hat er schön gesetzt, inneres Bein dran lassen, sitzen, warten. Ja, warum geht es in der Pesa nicht so? Weil wir da nicht so gut den Gang reinkriegen. Das ist halt sehr schön. Weil er hat auch, er ist zurückgekommen, war alles okay, und er war ganz weich an den Stangen. Aber jetzt ist er mir auch nicht so nach rechts gekippt, von dem rechten Bein, was er gerade kam. Also, wie geht es in der Pesa? Ja, arbeitsweise, weil sonst kaufen wir alle Kühe weg. Stimmt. Habe ich auch letztes Mal genau so gesagt. Also ich habe das wirklich, also ich habe das mit von Tim Kimura auf der World Show. Und ich reite es auch immer so. Ich bin eigentlich performmäßig immer ganz gut unterwegs. Jo. Thank you.
Gut, so, jetzt. Dann merkst du, dann ist es auch unaufwendig, ne? Dann habe ich gerade rückwärts, gerade rückwärts, fertig. Jetzt den Gang reinführen, das ist eine Herausforderung. Mhm. Ja, du musst einen Halbhack draufgeben. Für die Links-Lob-Ober habe ich dir plus 1 gegeben. Ja. Ist mir extrem gut gefallen. Da bin ich auch gut in den Fluss reingekommen. Da kann ich einen geschickten, guten Flow bekommen. Hat sich schön gehoben, keine Klos. Dann hast du da hinten leider einen Penalty gesammelt. Das war mein Halb und dein Schrittstein. Ja, jetzt zu dicht rein. Ich habe dir für wegen Box und weil die Schrittsteine eigentlich schön waren, damit er dann langsam reinkriegt, noch plus einen Halb gegeben. Da bist du blöd mit dem Einsatz. Rechtsgalopp-Spannung, die hat plus 1 gegeben. Sehr gut, also. Du hast lange Zügel, hast schön geschaut, bist einen großen Bogen geritten, das Pferd ist nicht irgendwo hingekriegt. Ne? Er ist auch nicht irgendwie groß, er musste so ein bisschen zurückkommen, ist aber knapp zurückgekommen und hat nicht verkürzt. Ne? Er hat das übersetzt und hat den dann ausgeglichen. Von blau ist er sehr klein gekommen, ne? Hat das so ein bisschen rechtzeitig aufgemacht, ganz weit. Schöner Übergang, wie gesagt, gute Lenkung, nichts wie hier. Wie gesagt, das ist so, wie wir es haben wollen. Ne? Deswegen. Er hat sich auch viel besser gesteuert. Hat es auch Zeit. Vorhin war es schon wieder so, dass du so hecht und da und stoppt. Und jetzt war es einfach, du konntest sitzen, du konntest schauen. Ich habe aber auch gezählt, wieder 1, 2, 3. Es hilft leider. Ja. Und Turnier macht das immer, das sieht aus wie ein Idiot, aber. Ja. Grabstein war auch gut diesmal. Ein bisschen eng, glaube ich. Ja, aber war mir gut gefallen. Ich habe es von vorne gesehen, er hat schön die Füße gehoben, er musste nicht irgendwie den Takt verändern. Er ist gut reingekommen, Stopp war gut, habe ich dir bloß einen Halb gegeben. Rückwärts war schade, er hat eigentlich schön angesetzt und hat da hier einmal in der Kurve so ein bisschen festgehalten. Ich glaube, das ist ein bisschen spät in die Wendung eingeleitet. Da hat dann Nuller drauf gegeben und nochmal bloß einen Halb die letzten Schritte. Ich habe keinen Punkt. Also an sich fand ich das eine mega schön harmonische Fetter. Aber zu sehen, dass du zum Schon, zum Leisten, zum Ruhegefühl hast, war vorhin einfach so also wenn du ihn so durch die Klasse bringst. So, zur Belohnung darf er sich jetzt nochmal panieren. Das war jetzt nötig, nachdem die Fliegen so geärgert haben.
Das ist das Größte für den. Oh, schön, dicker Käfer, hä? Schütteln! Wir sind wieder zu Hause. Ich konnte euch ja jetzt von der zweiten Trainingseinheit ein bisschen was zeigen, denn die liebe Heike hat was gefilmt. Und ich muss mal gucken im Schnitt, ob ich auch ein bisschen Originalkommentar von der Franka drin habe, ob man das versteht, aber das werdet ihr dann schon gesehen haben. Der Foxy durfte nochmal auf die Wiese. Der steht jetzt mit seinen Jungs da oben. Der war ja heute Morgen schon ein bisschen draußen. Da seht ihr den Popo. Aber weil er so brav war zur Belohnung, darf er jetzt noch mal raus. Ein bisschen. Ich habe jetzt meinen Krempel schon gut aus dem Auto ausgeräumt. Jetzt habe ich noch ein bisschen Futter fertig gemacht. Der Foxy kriegt noch ein bisschen Mineralfutter und Magnesium und ein bisschen Müsli zur Belohnung. Und der Beton kriegt noch seinen Hustensirup und der Johnny kriegt noch wegen seines Einschusses Anfang der Woche noch ein Medikament. Und dann mache ich hier für heute Abend noch die Raufe fertig. Da ist die Raufe. Und dann war es das auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein paar nette Worte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!